Nächster Boxabend in Deutschland steht bevor. Was denkst du, was kann man in Frankfurt erwarten? Ja, Veranstaltung wird in Frankfurt. Mein, ich weiß es, 22. Aber ich weiß es, ich sage ehrlich, ich hoffe, wird gute Veranstaltung. Ich hoffe, Boom gewinnt seinen Kampf. Und normalerweise für mich früher, wenn es Veranstaltung in Deutschland gibt. Mach weiter, weil Box muss weitergehen. Hier. Und was die machen, das ist schon gut. Ja, ich weiß, ich sage ehrlich nicht, wie andere Kämpfe, was passiert in anderen Kämpfen, das muss sehen Leute, welche kommen zu dieser Veranstaltung. Ja, ich werde nicht da, aber ich sage ehrlich, Boon ist kräftiger Junge, er war in Berlin lange gewohnt, kann boxen und hoffe, wir guten Kampf. Hat er Titelkampf schon und darum hoffe ich, wir guten Kampf. Okay, und dass er jetzt in Frankfurt boxt, was denkst du, wird das für ein bisschen beflügeln auch? Ja, in Frankfurt war bestimmt der Boxer, war Lichina, war noch ein paar Leute in Frankfurt, war noch Schwergewichter, war gut in Frankfurt. Aber jetzt, was passiert in Frankfurt? Ich habe früher geboxt mit einem Jungen aus Frankfurt, welcher hat 600 Amateurkämpfe gehabt. War 14 Mal deutscher Meister war und so und so. Da war andere Zeit. Jetzt zur Zeit in Frankfurt nicht so viel Boxer, nicht so viel talentierte Boxer, nicht so viel Gewinner, aber die Leute wollen weitermachen und ich hoffe, kommt Leute auch zur Veranstaltung und ich hoffe, gefällt Leute und die machen weiter mit Boxen. Das ist Traum für jeden Promoter.